Moin meine lieben Jagdfreunde und herzlich willkommen zurück zum Themengebiet Rehwild, zum Fragenkatalog Wildkunde, aber zum Themengebiet Rehwild wollte ich sagen, heute mit den Fragen 117 bis 119. Let's go! Ja, Frage 117 lautet, ist im Sommer eine deutliche Unterscheidung bezüglich der Geschlechter am Spiegel der Rehe möglich? Ihr müsst einmal B ankreuzen, nein, denn das Sommerhaar ist ja deutlich kürzer. Wenn man genau hinschaut, kann man schon so einen Schürzenansatz bei den weiblichen Stücken erkennen. Allerdings natürlich viel besser im Winterhaar und deswegen hier auch einmal nochmal den nierenförmigen Spiegel beim Rehbock eingeblendet und den sogenannten herzförmigen Spiegel bei der Ricke, weil ne, das Haarbüschel, was darunter hängt, das ist die sogenannte Schürze und macht den Spiegel dann schlussendlich herzförmig. Das war übrigens eines der ersten Dinge, die ich in meinem eigenen Jagdscheinkurs lernen durfte. Frage 118. Welches Merkmal gilt beim gesunden Rehbock als Anzeichen für einen alten Bock? Naja, da könnte man viele Dinge aufzählen, aber hier müsste einmal A ankreuzen. Spätes Verfärben im Frühjahr. Jeder kennt ja den Satz, jung färbt vor alt. Und last but not least, da sind wir heute mit den Fragen auch schon wieder durch. Frage 119. Wie hoch liegt im normalen Jahren die Zuwachsrate beim Rehwild bezogen auf die Zahl des am 1. April vorhandenen weiblichen Rehwildes? Ja, hier müsste einmal C ankreuzen, 80 bis 100%. Rehwild hat ja häufig Zwillingsgeburte, manchmal auch sogar Drillingsgeburte. Mal angenommen, die beiden Kitze würden durchkommen, dann wäre natürlich eine Zuwachsrate von 200% zu verbuchen. Aber da man sagt, von den zwei kommen mindestens oder sehr häufig ein Kitz durch, definitiv, müsst ihr hier den höchsten Wert ankreuzen von 80 bis 100%. So Leute, dann haben wir es bald mit dem Rehwild auch geschafft. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Und ansonsten ja, kriegt ihr alle weiteren Informationen zur perfekten Vorbereitung für eure Jagdscheinprüfung hier über den Infobutton. Ein Abo für nur 29,90 mit einer Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Alle weiteren Informationen unter dem ersten festfixierten Beitrag hier unter diesem Video bis hin zur kompletten Jagdscheinausbildung mit uns und anschließender Prüfung im Jahr 2023. Bis morgen, Horridom Waldmannsheil, euer Team von der Jagdscheinakademie. Tschüssikowski!